Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, beim letzten Mal haben wir den coolen Quest gemacht von Mephala, wo wir die Dalvilu und Ulfgas waren das, glaube ich, gegeneinander aufgehetzt haben. Und ja, das hat doch sehr viel Spaß gemacht. Also haben wir ein Level up, wie ich sehe, und ja, heute steht wieder was an. Und zwar, wir wollen schnellstmöglich Level 17 erreichen und wir wollen dabei natürlich noch was Sinnvolles tun, während wir Level 17 erreichen. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, das erste, was wir hier lösen, nebst den Götterquests, ist die Hauptquest. Das heißt, es wird jetzt so laufen, dass wir immer Hauptquests machen werden. Und wenn wir dann ein Level erreicht haben, wo wir Götterquests machen können, dann werden wir erst diese Götterquests führen und dann weiter mit der Hauptquest machen. Also, ich nehme an, wir haben die Götterquest dann schneller fertig als die Hauptquest, aber gut. Also, ich will dann doch als erstes die Hauptquest abschließen, einfach, damit ich es hinter mir habe. Ja, gibt schönere Missionen als die Hauptquest, aber... Nun gut, die Hauptquest gehört mal zum Spiel und die muss gespielt werden. Gut, jetzt muss ich mal gerade gucken, was denn unsere Hauptquest-Mission momentan ist. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ah, okay. Das lässt sich einrichten. Da muss ich nur den Elfgartenbezirk. Wir sollen wieder Baurus treffen. Ihr erinnert euch, den Typen aus der Wache, da in dem Kerker. Ach, Eva schon, ja. Schon das hat die Kette ja schon. Ach, da! Da bin ich aber toll vorbeigelaufen, haben die Kisten gut getan. Und ich glaube, wir mieten uns auch mal gerade hier ein Bett, weil wir haben ja, sag schon, Luther Broad. Ja, ich kenn Bett. Wenn ihr... Nehme ich. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Der will gar nichts von mir, oder was? Na gut. Blöder Arsch. Seht euch vor. Ach, das ist das Zimmer von uns. Wow, für 10 Gold ist das echt cool, das Zimmer. Normalerweise habt ihr da echt nur so ein Bett drin und im besten Fall vielleicht noch so eine Kiste. Na egal. Abends, dann pennen wir mal 13 Stunden. Dann haben wir 9. Ja. Oh Gott, bin ich müde. Oh, sehr schön. Wir leveln. Auf jeden Fall Intelligenz. Die Schnelligkeit und ich glaube, dann leveln wir auch Konstitution. Oh, und unser neues Schwert ist so cool. Das ist so geil, das Schwert. Also das ist echt gut, das Schwert. Das ist verdammt brillant. Setzt euch. Ach, wir sollen uns setzen. Okay. Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Wir können jetzt nicht... Kein Wort... Gut, denkt daran. Wartet ab, bis er mir... Warum geht er jetzt in den Keller? Leg das zurück. Leg Stop. Das... So. Haltet auf! Ah, ja, sehr gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt verkackt. Alter, ich wollte aufstehen. Blödes Spiel. Ich wollte nichts... das schaffe ich immer. Das schaffe ich auch in Mordorbin. Ich will gerne in den Elfengarten bezahlen. Mann, das ist doch doof. Das ist doch wirklich doof. Ich dachte nicht, wie Level das war. Okay, geht noch. Wir halten ja noch ein bisschen trainiert, aber wir wollen auf jeden Fall am Ende des Parts auch noch wieder 5-mal Waffenschmied trainieren, weil Waffenschmied-Experte ist verdammt genial. Dann machen unsere Waffen halt viel mehr Schaden, wenn man die auf 125% ihres Zustands repariert. BZW verbessert. Mögen die Drachenfeuer ewig brennen. So, ich hab den ersten Band davon. Okay, jetzt können wir reden. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt.
Dann lass mal hören. Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Ja, das vermute ich auch bei dem Attentäter. So ist das also. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Ich hatte gehofft, dass ich euch recht verstanden hätte. Talos sei Dank. Die Klingen werden Martin schützen, bis er seinen Thron besteigen kann. Keine Sorge. Oder wir werden dabei unser Leben lassen. An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Okay, was ist Tamina? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Okay. Gut. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Ja, ich war... Alter, das ist voll der Hund, ne? Der erzählt mir, ich soll da hingehen und danach direkt... Ja, hat sie dir jetzt schon was erzählt? Was braucht ihr, Freund? So, als erstes, bevor wir zur geheimen Universität gehen... Richtig, gehen wir zur fairen Chance. Noch ein paar Punkte in Waffenschmied, weil das lohnt sich. Das lohnt sich richtig. Mehr als 75 brauchen wir eigentlich auch nicht, weil ab 100 brauchen wir halt nur noch einen Hammer, aber sobald ab 70 gehen die Hämmer eh nur noch so langsam kaputt und 10 Hämmer mit mir rumtragen ist jetzt nicht das Ding. Und sonst findet man Hämmer auch ganz gut. Die findet man ja manchmal auch in Kisten. Von daher, ab da werde ich nicht mehr trainieren, sondern nur noch ist mir einfach. Ja, danke. Mal sehen. Mal. Es geht immer so ins Skill trainieren, ey. Ich kann euch. Ich bin bereit. Aber immerhin, jetzt müssten wir schon auf Level 60 oder so. 61 sogar. Wow, cool. Bei dem Gelingen könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir gerade noch was reparieren können. Auch ihr. Oh, ein wenig. Nicht viel, aber ein bisschen. Und jetzt gehen wir zur geheimen Universität. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. In diesem Let's Play, oder war... Doch, natürlich waren wir da schon, oder? Waren wir da schon? Beim guten Raminus? Doch, na klar waren wir da. Wir haben ja unseren Zauberstab. Ach, das ist so ewig her. Mann, Mann, Mann. Das ist doof, wenn man so eine Let's-Play-Pause macht. Gerade bei Rollenspielen, dann weiß man nie mehr so genau, was man gemacht hat. Ich müsste mir eigentlich mal noch das ganze Let's-Play angucken. So, wo ist... Ist sie jetzt? Nein, ich darf ja zum Glück da rein. Tamina. Müsste eigentlich in der Bibliothek hocken, oder? Wie ist das Wertebefinden? Ja, in den mystischen Archiven. Also, in deren... Zaubererbibliothek, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ah, ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Du, ich würde gerne was über die mythische Morgenröte wissen. Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Den werden wir auch noch treffen. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xarxes, herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen, keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Okay. Hier, ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Wie gesagt,
Den dritten und vierten Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Frag doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Jo, das klingt logisch, im Buchladen nachzufragen. Ja, die ganzen Themen, da werde ich jetzt nicht fragen, weil irgendwie... Das ist schon ziemlich langweilig. Also, ah, toll. Jetzt in den Marktbezirk. Nee, hätten wir ja jetzt trainieren können. Egal. Egal. Wer hilft einem alten Bettler? Ich hätte jetzt mal schon was... Ja, ist ja gut. Okay, gib ich dir noch mal was. Bin ja alles... Ja, der Held von Quatsch werden wir schon genannt. So, hier ist die Erstausgabe. Und da müsste eigentlich der gute Fincias drin sein. Hallo Fincias. Was kann ich für euch... Ich hätte gern das da. Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xaxes von Mankar Kamoran. Eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus 4 Bänden. Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Ich wette, das schaffen wir irgendwann auch noch. Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt. Verzeiht. Gwinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Es tut mir leid, aber... Ja, ist ja gut. Ich wollte, ich hätte ein Exemplar. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Kamoran zu bekommen. Kommt extra aus Valenwald hierher. Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran. Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet. Gut, machen wir das doch. Schönen Tag. Warten wir eine Stunde und hoffen, dass der Typ dann da ist. Da ist er schon. Es tut mir leid. Nein, gut. Ich komme wegen meines Buches. Die Erläuterungen von Mankar Kamoran, Band 3. Aber natürlich, bitteschön. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald wieder beehrt. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon nach diesem Buch suche. Halt, stopp, Junge. Was? Seid ihr mir etwa gefolgt? Lass mich in Ruhe, das ist mein Buch. Er ist unverkäuflich. Sucht euch woanders ein Exemplar. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich bin kein mickriger Bücherwurm, den ihr einfach so herumkommandieren könnt. Ich habe Freunde, lasst euch das sagen. Ich habe nie etwas über die mythische Morgenröte gesagt. Und ich weiß auch gar nicht, wovon ihr sprecht. Nun gut, ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Mankar Kamoran vertraut seid. Ich weiß, dass dädrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind, aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Dädra-Anbetung einiges zu bieten. Was? Die mythische Morgenröte hat... Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein dädrischer Kult ist. Die Ansichten von Mankar Kamoran über Merunes Dagon sind faszinierend, sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Ja, aber natürlich. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Sehr gut. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihnen. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Gut. Wir verlassen den Laden. Und wahrscheinlich gehen wir jetzt erstmal zu Baurus. Vermute ich doch mal. Nämlich noch trifft man sich irgendwo in der Kanalisation mit denen. Naja. Hi, Lusa. Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden?
Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit! Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamena recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's! Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Die Abwasserkanäle, die Klingen, nutzen sie... Ja, okay. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem los. Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Mal ein bisschen dritte Ansicht benutzen. Das sieht einfach netter aus. Gerade... Ich hab viel cooleres Schwert als du, Baurus. Und ich hab ein Schild und du nicht. Muhaha. Okay. Auf geht's hier in die Kanalisation. Der hier gehört mir. Wer? Ach, der rastet so aus nur wegen einer Schlammkrabbe. Gerade mal ein bisschen Zerstörungsmagie trainieren. Nee, ne? Achso, ich dachte, der wollte gerade nochmal an das Rad gehen. Der hier gehört mir. Ich wollte nicht den Baurus anflammen, ey. Mann, das ist so ein Trottel. Ach, das interessiert den gar nicht. Gut, so. Mal schön die Alchemie mitnehmen. Der hier gehört mir. Ich bin immer so schlecht mit den Feuerbällen. Ich hasse das. Und nun, wo ist der Hebel? Ich könnte ja mal für euch eine Fackel anmachen. Jetzt ist das vielleicht wieder.